Herzlich willkommen zurück zu Apocalypse Now und 7 Days to Die. Nach der Horde ist vor der Horde. Wir geben mal ein bisschen Loot. Wir haben hier ganz viele gelbe Säckchen liegen. Ja, da liegt ein bisschen was rum. Und hier ist, der Club ist bald abgerissen. Das ja, hat ja ordentlich reingehauen hier unten. War natürlich auch teilweise meine Sprengung. Natürlich auch nicht so souverän gewesen hier, da das alles hier wegzuballern. Mal ballern. So. Screenshot für die Nachwelt, was hier passiert. Da hat es einfach nur einen Stein weiter rausgerissen. Das Setback. Hammer. Gut. Dann lass uns mal looten. Mal gucken, was hier los ist. Klebeband. Ah, Stahlsperr. Ich glaube, die Treppe ist schon fast komplett weg. Einige erwischt an der Treppe. Also Mollys sind wirklich das Nonplusultra für so eine Horde-Nacht. Wir müssen auf jeden Fall hier wieder ein bisschen nachbessern. Wobei ich mir nicht so sicher bin, ob wir hier die nächste Horde-Nacht überleben in der Hütte. Die ist mit Sicherheit abgerissen dann. Klauhammer. Mal gut. So, irgendwo sind die auch hier reingekommen. Hier. Ah, da liegt auch noch ein Rucksack. Oh, hier sind sie auch verreckt? Hä? Wie ist denn hier einer verreckt? Kann ich jetzt mir nur vorstellen, dass das durch das Feuer passiert ist. Ha, interessant. Eigentlich mal einen Müll vorm Haus gelootet, sehe ich gerade. Der Nachbar ist auch schon wieder wach. So, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Der Aufgang ist eigentlich noch so weit in Ordnung, ne? Ich weiß nicht, ob ich jetzt was übersehen habe. Warum brennt denn eigentlich sinnloserweise die Forge noch weiter? Die habe ich die ganze Nacht brennen lassen, ne? So, haben wir irgendwas? Ja, haben wir. Natürlich liegt hier auch noch ein bisschen was rum. Na? Hallo? Oh. Gut. Na, hier haben sie ein bisschen was reingetackert. Ich dachte, die hätten sich da durchgearbeitet. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen aufwerten, das Ganze. So, wir haben Yucca Seed. 240 ist das Ding wert. Das werden wir auf jeden Fall verkaufen. Genauso das Maisrezept. Wobei wir brauchen eigentlich die Punkte. Aber wir brauchen auch das Geld. Taktik. Assault Rifle Schematic. Das ist natürlich richtig nice. Da werden wir uns auf jeden Fall was Schönes basteln. Was haben wir hier? Zu essen. Ich glaube, die sind gar nicht so schlecht, die Rezepte. Ich werde das mal lernen. Ich bin mir etwas unsicher. Aber da gibt es, glaube ich, ein paar Rezepte, die richtig gut sind und auch ordentlich Bonus geben. Mal gucken, müssen wir uns mal angucken. So, wir müssen mal was trinken. Er sagt schon die ganze Zeit, ich habe Durst. Das war ja schon wahrscheinlich durch das viele Verbrennen. Müssen wir mal mindestens... Die Hälfte, würde ich sagen, kochen wir mal ein. Erstmal wieder hier sortieren. Haben wir noch Kohle drin? Also ein bisschen. Ein bisschen Kohle ist noch da. Wo? Mal sortieren. Habe ich die gerade in die Kiste sortiert? Ich habe die gerade in die Kiste sortiert, deswegen... So, dann machen wir mal schnell was zu trinken. So, und dann sortieren wir hier unten mal aus.
Wir können eine Assault Rifle machen. Das ist natürlich richtig gut. Hier haben wir noch Tee, den werden wir uns mal reinziehen. Okay, das geht jetzt auf 80. Denken wir noch eins, sind wir bei 60, sind wir bei 110, da sind wir wieder voll. Snack. Notieren. Notieren. Wo hat man eigentlich die Süßigkeiten aufgehoben? Haben wir die hier? Das ist ein Golden Rotti und das noch. Müsste eigentlich hier rein. Wo ist er? Hier haben wir zwei von. Yucca, sie brauchen wir Yucca? Deswegen sind auch 240 wert, das ist nämlich eigentlich nur 120. Das ist der Grund. Hatten wir hier die Dosen auch drin? Jo. Ja, dann machen wir Süßigkeiten hier drüben rein. So, Shirt, Scrap. Tee, den können wir eigentlich, das können wir oben verkochen, würde ich sagen. Die werden wir uns reinziehen. Da gibt es auch Rezepte für die Cracker. Was, wir können auch so einen Cheeseburger machen? Ja gut, wenn wir es lernen würden. Dann heben wir das hier einfach mal auf. Und dann packen wir die Waffenteile hier noch weg. So, das können wir einschmelzen. Wir müssen noch mal Ranches verkaufen. 103 Punkte. Dann können wir doch direkt mal abprüfen, was die Assault Rifle will. Ach, hier ist kein Platz mehr. Du bist eine richtige Ranch. Du bist eine Scrap, 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 Scrap. Ich würde sagen, die drei brauchen wir nur. Den Rest können wir reparieren. Und dann können wir die verkaufen. So, das Hunting Knife. Da hatten wir doch hier irgendwie ein Holzmesser oder sowas. Ist das auch Scrap? Ist auch Scrap. Aber kein Scrap Iron mehr. Okay. So, dann können die hier rein. Zack. Und dann werden wir das oben einschmelzen. So, dann gehen wir mal zum Händler und versuchen, den Chrom hier zu verkaufen. Gut, und dann machen wir das hier auch in die Forge rein. Wo war das LED? Da. Clay. Boah, komm, machen wir auch hier rein. Brauchen wir auch nicht wirklich. Die Büchse können wir hier noch reinmachen. Das brauchen wir, das heben wir auf. Und dann packen wir das hier unten in die Kiste. Da war noch ein Zombie unterwegs, der mich gerade gesehen hat. Und Schießpulver oben, ne? Und die Ranches wollten wir jetzt gerade verkaufen. Gut. Dann gehen. Oh, da unten habe ich noch Waffenteile, sehe ich gerade. Was gehört denn hier nicht rein? Der Grill gehört hier nicht rein. Und die Raw Diamonds werden wir jetzt auch mal verkaufen. Oder müssen wir uns da was draus herstellen aus den Raw Diamonds? Ja, da gibt's Recipe. Gibt's denn da? Oh, der ist für einen Rocket Launcher notwendig. Okay, dann heben wir die mal auf. Achso, aber nicht hier. Die Jacken. 21, die können wir verkaufen. Und die können wir auch verkaufen. So. Blunderbuss können wir auch verkaufen. Da hatte ich übrigens auch noch eine Nate. Das ist der Scrap Iron Club. Genau, die Messer könnten wir eventuell das auch alles Scrap Iron, oder? Ja. Da haben wir doch hier einen Sechser. So. Haben wir hier noch Scrap Iron drin? Auch nicht mehr. Dann noch ein Rezept für einen Speaker. Ich weiß nicht, ob wir den brauchen. Weiß es nicht genau. Okay. Muss noch mal ein bisschen Scrap ein. Dann gehen wir jetzt gerade mal drüben vertickern. Und ich sortiere mal den Zombie aus, der die ganze Zeit hier mir aufs Ohr knurrt. Hallo? Wo ist denn der? Hallo? So nicht.
So, ab zum Händler, verkaufen. Das Ding ist eine Scrap Ranch, die können wir reparieren. Dann können wir die Messer reparieren. Dann haben wir schon keinen Scrap Iron mehr. Aber ich denke mal, der Händler wird sowieso nicht alles von uns mitnehmen. Ach ja. Ja, jetzt geht's wieder los, ne? Tag 8. Ist man dann wieder am Sortieren, Machen und Tun. Wir haben ja zum Glück ein Fahrrad, das macht es natürlich jetzt auch ein bisschen leichter. Guten Tag. Nice here inventory. Also, du kannst die haben. Eine sollten wir mal aufheben, würde ich sagen. Eine 5er. Okay, das ist eine Scrap Iron. Den kannst du haben, dann kriegst du die Jacken. Was haben wir noch Schönes? Die würde ich gerne aufheben. Eine Wrench brauchen wir ja. Den Klohammer müssen wir mal wegräumen. Komm her. Dass ich das jetzt repariere. Ah, den können wir scrappen. Thanks for shopping here. Come again. I do, my friend. Achso, hat er eventuell Sachen? Hat er eventuell Munition oder so ein Kram? Ein Baseball-Bat. Nee, nicht wirklich. Gut. You too. Hunting Rifle. Wo haben wir sie denn? Tactical Rifle. Die haben wir doch gelernt, ne? Da brauchen wir aber einen Receiver für. Und Stock und so weiter. Tactical Rifle Schematic. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall die Teile. Hier, 800. Ah. Hat aber nur den normalen Receiver. If we ain't got what you're looking for, we can get it. Ja, da müssen wir noch ein bisschen Sachen sparen oder Sachen finden. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Ruhe, um hier in aller Ruhe ein paar Quests zu machen. Und wir müssen ja vor allem dann nochmal überlegen, ob wir halt so, wie gesagt, so einen Hordeturm bauen. Denn ich denke, dass hier oben wird auf Dauer ein bisschen schwierig werden, hier zu überleben. Ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt das Fahrrad und ziehen mal los. Dich lasse ich erst nochmal hier, den Kläumer lasse ich hier. Ach, die wollte ich auch noch verkaufen. Naja, mache ich später. Komm her, Scrap Iron. Dann können wir die reparieren. Die Feueraxt war eine Scrap Iron Axt. Pickaxe, Shovel. Wir machen jetzt einfach nochmal eine Kiste. Erst. Muss ich mal bei Gelegenheit aussortieren, was ich an den Händler verkaufe und was nicht. So eine Art Händlerkiste machen. Wobei, wir haben ja hier eine. Ich bin ja hier eine reinlegen. Lass uns schnell hier da kurz mal Kram ablegen. Die Rezepte, das nehmen wir mit zum Trinken. Das brauchen wir nicht mitnehmen. Das Messer brauchen wir. Oder habe ich jetzt ein Messer überhaupt da? Nee, nicht. Die Pfeile nehmen wir mit, das nehme ich zum Reparieren mit. Schrotzenmunition, die Billow-Pfeile, die Tokens können wir auch hier reinmachen. Die Wrench brauchen wir eventuell unterwegs. Machen wir so. Was zu trinken nehmen wir mit. Die Munition, die Federn brauchen wir nicht. Holz und Dings. Geht ja zum Glück nicht nach Gewicht. Jo. Viel unnützen Kram dabei, aber so kennt ihr mich ja. Upsala. So. Komm, 7:48 Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Oh, kein Schaden genommen. Warum habe ich jetzt keinen Schaden bekommen? Interessant. So, ich hoffe mal, dass es mit der Händler bald bessere Quests gibt, dass wir hier mal an guten Kram rankommen. Wann ist eigentlich die nächste Stufe wegen hier Ausdauer und so weiter? Wann ist der Sexual? Der ist ab 25. Sehr gut. Und irgendwas Motorisiertes wäre auch cool. Wobei da jemand schrieb in den Kommentaren, dass gewisse Sachen nicht nutzbar sind. Also dass irgendwie ab einer gewissen Uhrzeit die Autos deaktiviert sind oder so, habe ich in den Kommentaren gelesen.
Houston, we have a problem. Ja. Weiter geht's. Obwohl, ich hätte das Letter ja mal mitnehmen können, ne? Warte mal. Wo war das jetzt? Das war hinter dem Eisen. Ich hab da gerade noch drin gesteckt. Kohle. Da oben. Nehmen wir doch gerade mal mit, wenn wir schon mal hier sind. Das Potassium ist das. Potassium habe ich oben eine Quelle. Das war gar kein Lead. Lead ist ja dieses silbrig glänzende Zeug. Weiter geht's. Auch ein bisschen aufpassen, weil man die Schweine hier anditscht. Aber im Livestream hat mich auch so eine Sau ganz schnell weggemacht. Gut. Ich würde sagen, ich radle mal ein bisschen, ziemlich in ganz schöne Entfernung. Sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Da sind wir nach einem kleinen Cut angekommen zur nächsten Händlerquest. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich den Schnitt gemacht habe, aber das Ding ist irgendwie 1,6 Kilometer entfernt gewesen. Und wo ist der Wolf jetzt? Nicht da. Wir müssen uns aber einen besseren Knüppel machen. Wobei der Holzknüppel gar nicht so schlecht ist. Wieso sind hier Land der unbegrenzten, der begrenzten Frames? Wir sind bei 24 FPS. Das nervt so an Seven Days to Die. Auch schon tot? Hello? Zombie Farmer? Jetzt habe ich sie getriggert, wa? Oh fuck, 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 fuck. Oh fuck! Oh Mist! Haben wir irgendwo noch Schüsse drin, außer... Ist ja noch ein Killer-Chicken dabei? Fuck yourself. Da ist ein Killer-Chicken dabei. Na geil. Radiated. I'm fucked. Ich bin so richtig kaputt. Der noch? Schnell, schnell, schnell. Ich muss hier mal eben aufräumen. Schlange. Oh fuck, man. Blutig? Ne, ich bin nur verseucht, ne? Das heißt nur. Gib mich doch. Ach, da ist die Schlange ist auch noch im Leben. Na, spitze. So, was haben wir denn dabei? Haben wir irgendwas, womit wir uns verarzen können?
bräuchte irgendwie Pillen. Weißt du was? Ich gehe jetzt hier mal kurz sneaky peeky hier rein. Halt überall offen, das ist das Problem. Fuck, die Schlange ist hier auch noch unterwegs. Fuck you! Mann, lass mich doch mal in Ruhe. Ich will doch mal einmal ganz kurz durchschnaufen können, bitte. Kann ich wahrscheinlich gleich, wenn ich hier liege. Ah, Mist. Wenn jetzt nicht noch eine Schlange kommt. Da ist er, da ist er. Shit, fuck. Ist hier irgendwo, wo ich mal rauf kann? Du kannst bei diesem Scheißspiel nicht mal durchschnaufen. So, jetzt haben wir zumindest die Schlange entschärft. Dieses Bogen ist wenigstens nicht so laut wie die ganzen Geschütze. Der auch noch. Oh, mir ist gar nicht gut. Ich brauche mal irgendwie Hilfe. So. Wir müssen uns irgendwie, müssen wir uns mal heilen. Oder wir machen jetzt Folgendes. Wir setzen das hier einfach zurück. Und wir machen erstmal hier draußen. Clear Area ist das. Gehörst du dazu zu der Clear Area oder bist du ein Kollateralschaden, der hier rumläuft? Aber im Zweifelsfall sind hier in der Bude halt auch wieder Radiated Zombies drin, ne? Das ist schon mal gut zum Rennen. Oh, fuck. Hallo, Mutti. Fuck. Fuck, keine Ausdauer. Oh, noch ein Radiated. Mann! Ich befürchte, das wird nicht gut enden. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Ah, keine Ausdauer. Einmal im Kreis laufen.
schade. Ich dachte irgendwelche Tabletten eventuell. Okay. Oh, hi. Und nu? Riecht jetzt jemand noch durch den Boden durch? Haben wir irgendwas bekommen? Alkohol? Nee, Suppe. Nein. Katzenfutter. Nützt uns alles nichts. Wir brauchen Tabletten. Ich bin doch hier im Poppenpilz. War das kein Poppenpilz oder habe ich das verwechselt? War das der nebendran? Ich glaube, das war der nebenan. Ne? Bisschen was essen hilft vielleicht auch. Ah, dahin sind da, da sind Pillen. Und eine Heilbandage. Die ziehen wir uns mal rein. Bisschen Leben brauchen wir. Wir brauchen dringend Antibiotika. Okay, komme ich da ran? Komme ich nicht. Da liegt aber ein Radiator da unten. Dran. Eine Beinschiene. Soll ich mir jetzt Bein brechen? Ich glaube, das Spiel will mir was sagen. Komme ich da hinten rein? Dann muss ich da links und dann da. Habe ich Honig gesammelt? Habe ich leider nicht. Was machen wir denn jetzt? Komm, gib mir mal irgendwas, womit ich arbeiten kann. Yes, yes, yes. Langt das noch? Jetzt langt noch. Wir sind bei 3,5, das dürfte dann nicht weiter steigen. Wow, ey. Was ein Krampf. Da sind Tabletten, die habe ich doch gesucht. So, wenn wir jetzt noch ein bisschen Nähzeug finden, wäre das total super, dass ich mich mal hier ein bisschen frisch machen kann. Oh, so viel Steroide, das ist natürlich nice. Damit kommen wir auf jeden Fall immer schnell nach Hause. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Wir leben noch, sagen wir es mal so. Gut. Ich würde sagen, das war bisher ganz aufregend. Wir werden die Bereich hier noch clearen, mal gucken. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.